Und damit herzlich willkommen zu Clash of Clans from Zero to Hero. Das heißt, ich habe einen komplett neuen Account erstellt. Man sieht es ja, ich bin Level 1. Ich habe nur die Trainingsspiele absolviert und ich werde komplett von vorne anfangen mit dem Account. Und sobald der Account Level 13 ist, werde ich das Ganze verlosen, den Account. Weil ich habe ja schon einen. Und wenn ihr es gewinnen wollt, lasst gerne ein Abo da. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und ich würde sagen, let's go. Ich mache mal hier Belohnung. 500 Gold nehmen wir mit. Super, dankeschön. So, dann machen wir hier mal die Kiste auf. Was kriegen wir denn? 18 Gold. Pfeile. Lakaien, okay. Das ist mein Deck, was ich momentan habe. Das ganz normale Deck halt, ne? Was man am Anfang hat. So, das verbessern wir mal. So. Okay, ich werde das Ganze auch, den Account natürlich auch auf im Stream weiter. Ich bin auf Twitch, auf Twitch, Senderzone TV, könnt ihr gerne ein Follow da lassen. So. Und dann kommt Lakaien hier. Wenn ihr Deckvorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Mache ich das auch noch auf. Na komm. Irgendeine neue Karte. Oh, Musketier. Das ist gut. Dann upgraden wir nochmal unsere Bogenschützen. So. Okay, let's go. Dann würde ich sagen, ab in den Kampf. Dann machen wir das schon mal auf. So. Gucken wir mal. Der erste Gegner. Ich will das Ganze. So. Okay. Mit Maustastatur, weil irgendwie funktioniert es auch mal am Handy. Okay, er setzt das. Sitzen wir uns im. Oh, yo, Bruder, übertreib halt, ne? Aber wir haben jetzt zum Glück eine Skami. Ach du Scheiße. Setzen wir die hier hin. So, und schon haben wir ihn. Bruder, mach nicht diesen. Bogenschützen. Geht noch, Tor ist fast down. Easy. So, den haben wir. Gut, wir können unsere Lakaien setzen. Bis Pfeile gesetzt, setzen wir unseren Riesen da hin. Unseren Lakaien hinten dran. Da er jetzt eh seine Pfeile geused hat. Und er dürfte auch kein Elixier mehr haben. Und dann haben. Gut, Tower 2, perfekt. Ritter hinten dran. Und schon haben wir gleich gewonnen, perfekt. Musketierin. Nice. Unser erster Sieg. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie lange es dauert, bis der Account auf Level 13 ist. Wird halt schon eine Zeit lang dauern. Ich werde richtig reinzuchten, dass er auf jeden Fall schnell auf Level 13 ist. Und ich zocke das Ganze auch im Stream dann noch. So. Was kriegen wir denn da? Oh, hier kriegen wir nochmal Karte und eine Goldtruhe. Cool. Okay, let's go. Mein Main-Account ist ja Level 12. Na komm. Und aber ich kann den irgendwie nicht laden, keine Ahnung. Ich habe mir ein neues Handy geholt und kann da den Account auch nicht draufladen. Das ist voll komisch. Riese setzen wir mal ganz nach hinten. So. Okay. Er setzt die Bogenschützen. Wir könnten den Ritter vorne dran setzen. Okay, war klar, dass der kommt. Setzen wir uns mal. Ach du Scheiße, er hat auch Musketiere, stimmt. So, dann setzen wir jetzt unseren. Hallo! So. Wir könnten unsere Skami setzen. Pfeile müsste er raus haben, oder? Komm, wir setzen unsere Skami. Und let's go. Oh, er hat noch einen Feuerball. Oh shit. Unser Musketier ist down. Wir setzen unser Musketier. Machen wenigstens ein bisschen Schaden am Tower. Verdammt. Okay, der ist nicht schlecht, der Basti. Jetzt setzen wir das hier hin. Setzen unsere Bogenschützen. Kriegen wir zwar ein bisschen Tower Damage, aber das ist nicht schlimm. Ritter nach vorne. Ich sollte auch mal meinen. Ey Bruder, mach doch nicht diesen. Pfeile sind gemein. Ich sollte auch mal meine Pfeile einsetzen. Okay, aber Ries ist am Tower, perfekt. Ich war eigentlich, glaube ich, also. Okay, er hat echt. Jetzt gerade voll viel Elixier geused. Wir setzen die Skami rein. Ach Mann, er hat auch diese Scheiße da. Ich mag die Karte überhaupt nicht. So, setzt er seine Lakaien. Ja. Setzen wir unsere Pfeile mal ein. Zack.
Okay, gleich ist doppelte Elixierphase. Aber ich habe volles Elixier, das heißt Riese. Bogenschützen hinten dran. Dann machen wir das Ganze auch mal so. Ciao. Musketier allein kann das nicht verteidigen. Oder auch, oder kann es doch. So. Sieht aber gut aus. Er hat auch einen Riese. Wir setzen die Skami, Ritter. Oh, das ist ein guter Move jetzt von ihm. So. Okay, Riese nach vorne. Was müssten wir gewinnen? Komm. Lauf, Riese, lauf, Bruder. Lauf, Forest. Nice. Was haben wir? Tritt er hier hin. Er wird halt dann... Ich muss es aber setzen. Oh, scheiße, ich hab die Pfeile verkackt. Knapp. Nochmal plus 30 und noch eine Goldruhe. Nice. Das ist super. Okay, gehen wir direkt in den nächsten Kampf. Wie gesagt, ich verlose den Account dann an irgendjemanden, wenn der Level 13 ist. So, ich weiß auch nicht, ob ich da Geld reinstecken werde, keine Ahnung. Vielleicht, wenn irgendjemand unterstützen will und dann spendet, keine Ahnung. Aber ich denke mal, so werde ich generell kein Geld reinstecken. Okay, er hat ein Level 3 Musketier. Das ist ein bisschen problematisch. Er wird auch ein Ries... Oh lol, er hat einen Ritter. Ernsthaft? Boah, Ritter ist halt so böse, ne? Nee, das ist unser Skami. So. Ritter ist halt echt so anders böse. Fuck, ich hab die Pfeile verkackt. Ich hab die Pfeile zu spät gebracht. Nein. Ich mag den Ritter überhaupt nicht. So. Na komm. Ich warte kurz, bis ich 10 Elixier habe. Wir setzen den Riesen nach hinten. Okay, er kommt auch mit dem Riese. Er wird aber wahrscheinlich dann gleich wieder mit seinem Musketier oder mit seinem Ritter kommen. Mit seinem Prinz. Warum sag ich denn die ganze Zeit Ritter? So, wir setzen den dahin. Setzen hier noch um. Perfekt. Wir können unseren Feuerball setzen. Setzen zu Skami. Oh, scheiße. Okay, der Typ ist echt nicht schlecht. Der war schon gute Pfeile. Der Typ ist echt gut. So. Ah, er kriegt jetzt ein bisschen Tau. Ne, doch nicht. Okay, nice. Aber er führt sogar. Belasten. Er führt halt, ne? Ich setze so ein Riese mal auf die andere Seite. Okay, er setzt den Prinz hinten dran. Wir setzen den Ritter. Das. Feuerball drauf. Pfeile drauf. Okay. Er hat die Pfeile zu früh gesetzt. Ja, aber das ist der Tower. Da habe ich keine Chance mehr, oder? Das. Mein Tower. Meiner ist auch am Tower, mein Riese. Ah, scheiße. Ist aber nicht genug Damage. Leider. Verdammte Axt. Prinz. Ritter. Mann, warum verwechsel ich denn die Karten heute die ganze Zeit? Wieso ist denn so? Scheiße, ich glaube, das hat er sogar gewonnen. Skami. Das ist echt knapp. War so klar eigentlich. Nein, 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 nein. Riese, lauf durch, Ehrenbruder, komm. Noch ein Feuerball. Oh shit. Der nächste Riese entscheidet jetzt eigentlich, aber ich kann eigentlich durchspammen, ne? So.
Ja, er hat gewonnen, weil er eher sein Tau. Oh shit. Ja, RIP. Ah, verdammt. Ja, war gut gespielt von ihm. War echt gut gespielt von ihm, muss man zugeben. So, machen wir noch einen Kampf? Na komm. Und da wurde es so lange, normal findet man immer nach einer Sekunde einen Kampf. So, viel Glück. München. Und gegen den Russen. Alles klar, Bruder. Was macht er denn? Setzt man die dann nach rechts? Was hat er denn gemacht? Er setzt Riese und die Skarme hinten dran. Jetzt hat er nichts mehr, um was gegen meinen Riesen zu machen. Und damit ist sein Tower schon fast ripped. Jetzt hat er nämlich seine Skarme nicht mehr für meinen Riesen. Sein Musketier allein kann es auch nicht treffen. So. Und das war's mit dem Tower. Tritt er davor. Jetzt hat er seine Skarme gesetzt. Das war nicht schlecht. Aber, da wir Pfeile haben. Zack. Okay. Gut. Wir führen 1-0. Das ist nicht schlecht. So, wir warten jetzt einfach. Wir haben ja keinen Zugzwang. Okay, setzen wir unsere Skarmie rein. Auf dem Level ist die Skelettarmee halt echt schon richtig strong, ne? Gut. Wir setzen den Riesen ganz nach hinten. Verdammt, jetzt hätte ich ihn auch nach vorne setzen können. Hätte ich gewusst, dass er dafür schon wieder seine Skarmie used. Mist. So, wir setzen Ritter davor. Lakaien hinten dran. Er hat auch seine Lakaien, aber das ist egal. Unsere Lakaien gewinnen, weil wir einen Tank vorne dran haben. So. Komm damit. Dann setzen wir unsere Skarmie. Warum hebt er sich seine Skarmie nicht für meinen Riesen auf? Ich verstehe es nicht. So. Nochmal Riesen vorne da hinten dran. Nochmal ein Ritter. Und Free Crown. Nice. Gar kein Problem für mich. So, Level 3. Nochmal 30 Trophäen. Okay. Wie haben wir? 88. Ab wann können wir nächste Arena? Warte mal. Wann gibt's sie? Ab 300. Ich würde gerne mal ein paar neue Karten jetzt freischalten langsam. So. Ist halt am Anfang ein bisschen schleppend alles. Aber wenn man mal höher ist, dann geht's eigentlich relativ gut. So. Ritter setzen wir nach hinten. Gegen den Raphael. Er ist Level 2. Wie hat er denn das gemacht? Okay, er hat seinen Feuerball geused. Setzt unser Musketier hinten dran. So. Okay, dann haben wir Ritter kein Problem. Ich denke mal, er wird auch Riese haben. So, tschüss Ritter. Und sein Musketier macht Damage am Tower. Dann splitten wir die mal. Ja, dann kommt Level 4 Riese, was? Bruder, übertreib's halt, ne? Oh, und er hat einen Baby-Dragon. Ach du Scheiße. Skarmi rein. Wahrscheinlich hat er jetzt aber auch Pfeile, ne? Das rein. Musketier hin, perfekt. War nämlich klar, dass seine Lakaien kommen. Gut, und das ist unser Tower. Leute, hat Level 4 Riese? Was ist denn er für einer? Riese dahin. Oh shit, man. Und Bogenschützen. Die machen jetzt ein Ritterblatt. Oh, damn it. Jungs, Mädels meine ich. Schieß doch mal auf den Kacktower. So. Skarmie rein. Zu spät die Pfeile.
Weil da wahrscheinlich kein Elixier mehr gab. Gut, ich müsste jetzt eigentlich nur noch deffen, ne? Hier kommt der Musketier, wir setzen den Ritter hin. So, kein Problem. Für unseren Ritter, er kommt auch mit dem Ritter. Setzen wir die Lakaien hin. LOL, bester Feuerball EU West. Nur das. Feuerball dahin. Baby Dragon ist am Tower, aber macht nur einen Hit. Nur nicht mal. So, hier. Dann setzen wir den dahin. Riese hinten dran. Skarmi, komm schon. So. Gar kein Problem. Unsere Skarmi hat uns echt den Arsch gerettet. Sein Level 4 Ries ist halt echt strong, ne? So, nochmal 2 Kronen. Was? Wir werden ja. Mach ich später mal. Komm, ich mach jetzt hier mal die Truhe auf. Lakaien. Ritter. Und Pfeile. Oh. Und da kriegen wir eine neue Karte. Wir nehmen die Sperrkobolde, komm. Und noch eine Goldtruhe. Bogenschützen und... Oh, Mini-Packer. Mini-Packer. Wir könnten den upgraden. Mini-Packer Level 4 ist halt echt schon strong. Den nehmen wir mal für den Ritter. Level 2, da haben wir schon Level 2. Pfeile craten wir natürlich auch an. Das craten wir ab. So. Machen wir das auf, dann kämpfen wir nochmal. Mal gucken, wie weit ich mit dem Account komme. Wie viele Trophäen ich schaffe zu holen. Okay, setzen wir uns hier hinten an. Ich meine, Level 4 Picker ist halt echt schon strong. Picker generell ist eigentlich strong. Warum? Warum setzt du einen Feuerball gegen einen Riesenbruder? Das bringt dir gar nichts. So, und Pekka zerstört seine Ritter locker. Lakaien hinten dran. Musketier. Jetzt hättest du deinen Feuerball gebraucht. Ein Feuerball bringt gegen den Riesen eigentlich so gut wie gar nicht. Oh, er hat einen Prinz. Da haben wir jetzt erstmal die Skarmi rein. Kein Problem. So, wahrscheinlich hat er aber jetzt wieder seinen Feuerball. So. Und wir gehen auf Free Crown. Sein King Tower hat einfach weniger HP als sein Princess Tower. Ah, lässt 900 HP nur noch. Okay, wir setzen den Riesen dahin. Packer hinten dran. So. Wahrscheinlich setzt er jetzt gleich wieder Feuerball. Bei Lassen drauf. Okay, so, das. Verdammt. So ein Lümmel. Man sieht halt, wie der Packer einfach auch seinen Riesen zerstört, ne? So. Reicht es schon? Nö. Schade. Jetzt habe ich so viel Elixier verschwendet dafür. Okay, mit dem Prinz. Wir setzen uns das Skarmi rein. Riese davor. Bogenschützen. Ach komm, wir beenden es einfach. Ey, der Riese war schneller. So. Wir haben bis jetzt nur ein Game verloren. Oh, Bruder, später habe ich doch gelernt. Willst du mich jetzt nach jedem Game fragen? So. Ja. Ja,
Jawohl, wir können den Riesen upgraden. So, warte mal. Riesen machen wir erstmal auf 4. So. Jetzt hat er schon 2000 HP. Dann können wir unseren Ritter upgraden. So, die können wir upgraden. Nein, ich will keine Sperrkobolde. Ich behalte das Deck momentan noch. So. Gut. Musketier würde ich gern upgraden auf 4. Was ist das? Was habe ich denn hier? Die Karten fehlen halt alle noch. Die habe ich alle freigeschaltet, außer den auf dem Hauptangang, außer den hier. Außer den Elektrogeist. Sonderereignisse, ja. So. Let's go. Ich trinke mal nebenbei was. Bevor es startet. Entschuldigung. Okay, gegen Abime. Oder Abime. Ach, Bruder. Lol, er hat einen Hawkrider. Wo hat er den denn geklaut? Hawkrider und Riese. Und Level 4. Ja, die kam ein bisschen zu spät. Die Pfeile. Ja. Er spielt die Kobolde. Nice, unser Packer lebt sogar noch. Ach, die Viecher schon wieder, Alter. Ja. Gut. Packer am... Schade. Ich wollte gerade sagen, Packer am Turm, aber er hat noch einen Ritter. Na komm. Ich finde Clash Royale ist einfach echt ein geiles Game. Es macht schon richtig Bock. Es ist manchmal echt frustrierend, wenn du gegen Level 13 halt die alles komplett auf dem Max haben, spielen musst, aber... Sonst ist echt ein geiles Game. Okay, kommt mit zum Hawkrider. Wir setzen unseren Packer. Ein Hit kriegt da raus. Das ist nicht so schlimm. Wie der Packer läuft. Voll krass. So. Setzen unsere Lakaien hin. Riese davor. Bogenschützen. Boah, Digga, ich hasse diese Scheißkarte. Ich mag die einfach nicht. Musketier dahin. Jetzt hat er zwar einen Tower, aber egal. Wir holen uns den zweiten Tower. So. Okay. Ich warte eigentlich die ganze Zeit nur darauf, dass er sein Riesenspiel macht. Er aber irgendeine Packer. Hier kommen die Lakaien nach hinten. So, na komm. Riese nach vorne. Bogenschützen hinten dran. Musketier hinten dran. Dann noch den Packer und dann let's go. Dann Abfahrt hier. So. Ja, mit seinen scheiß Kobold-Dingern da. Ich hasse dieses Vieh. So. Setzt der Feuerball. Setzt die Bogenschützen mal auf die Seite. Okay, mir ist jetzt kein Riese mehr, jetzt ist unsere Skami. Nice. Wie die laufen, ich finde die Sounds richtig geil. So. Boah, ey, ich mach jetzt nie, Alter. Ich wollte es später machen, aber es nervt. Oh. Ja, komm, wir nehmen Schweinereiter. So. Wie Geld 870 können wir dann den Schweinereiter upgraden. So. Gut, den haben wir auch auf Level 4. Let's go. Gegen den Russen, ich kann den Namen nicht. 4IN, irgendwie was. Ach du Scheiße, Bruder. Mach doch nicht das mit mir. Koboldfass. Verdammt. Ich hab meine Pfeile verkackt. Okay, also ich spiel Koboldfass Packer. Das heißt, dass ich dann auch einen Schweinereiter noch haben. Und eine Hütte spielt er, ja, moin.
Zu dem Feuerball hin. Musketier. Alter, wie viele Karten hat der denn? Jo, der hat sogar den Ding, Alter. Wie heißt der? Lol, und das Level 6, Bruder. Hat er Knete dafür ausgegeben oder was? What the hell, Mann? So, aber wir führen trotzdem. Hat er Knete für seinen Account ausgegeben? Schweinerei, dann war so klar, dass der kommt. So. Die Skami marschiert los. Und zerstört einfach alles auf ihrem Weg. Die geile Typen, ey, die kleinen Skelette. Die kleinen Skelette sind echt cool. So, setzen wir den Riesen dahin. Die Hütte soll uns jetzt mal nicht jucken. Wo er sie hinsetzt, anstatt dass sie hier hinsetzt. Damit mein Riese dahin läuft. Naja. Er dachte wahrscheinlich dann, so müsste ich meinen Feuerball usen. Aber ich lasse es einfach durchlaufen. So, Packer hinten dran. Okay, Skami rein. Gar kein Problem. Tower 2 haben wir auch. So, Krise vor. Oben Schützen hinten dran. Jetzt hat er es mal gut gemacht. Jetzt läuft nämlich mein Riese zu seiner scheiß Hütte. Anstatt zum Tower. So. Pfeile. Verdammt. Die dahin. So. Viele sind halt auch echt neu, aber. Müssen es halt natürlich auch noch lernen. Gut. Machen wir noch einen Kampf, dann haben wir Zimmer auf Stufe 3. Oh, 200 Gold. Ah, wahrscheinlich hat er die hier hin. Ne? Was kriegen wir da? Bomba, Valkyre, Hexe, Riesenskelett. Ach du Scheiße. Machen wir noch einen Kampf? Sorg City gegen einen asiatischen Spieler, okay. Das Game ist in Asien so beliebt, ne? So, setzen wir das direkt hin. Schießen davor. Scheiße, was soll ich denn? Verdammt. So. Feuerball. Ein Skelett hat überlebt. Ein kleines tapferes Skelett hat überlebt. Wir können halt auch gegen. Verdammt. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er echt noch einen Riesen hat. Und, oh, und ein Hawk Rider oder was? Ja, willst du mich rollen, Alter? Er spielt Prinz, Hawk Rider, Riese? Hä? Der macht den wütenden Smiley. Ja, Entschuldigung, Bruder, ich kann ja nichts dafür. Pfeile waren gut. Feuerball, naja, komm. Das reicht doch, das ist genug Damage eigentlich. So. Okay, er ballert einfach einen Feuerball auf den Tower. Alles klar, Bruder. Verzweifelt. Ach komm, weißt du was? Mach mal noch ein Smiley. Okay, er ist richtig mad, glaube ich. Mach mal den Feinden-Smiley, setz ein Musketier hinten dran. Entschuldigung. Feuerball. Damit ist sein Tower auch down. So. Let's go. Nice, easy gewonnen. Oh. Ich wünsche ihm noch viel Glück. Er spammt einfach. Scheiße, armes Schwein, ey. Guck mal, was wir jetzt bekommen. Eine neue Truhe. Na?
drei Juwelen, Kobolde, die Hütte. Oh, Feuerball upgraden ist echt stark. Und wir können Pfeile upgraden. Nice. Dann craten wir mal den Feuerball ab. Und nochmal die Pfeile. So, Level 4 Pfeile ist echt strong. So, ich würde dann aber hier Schluss machen. Und wir sind Level 3. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin, tschö mit Ö.